Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Windows 8 für .NET-Entwickler. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Developer Evangelist bei Microsoft. Als Developer Evangelist ist es meine Aufgabe, durch Deutschland zu reisen und Vorträge zu halten über unterschiedlichste Technologiethemen von Microsoft, also so ein bisschen Wanderprediger-mäßig. Heute mal zum Thema Windows 8. Da ist ja relativ viel los in letzter Zeit seitens Microsoft hinsichtlich Windows 8 Events. Heute eben auch auf der PASTA vertreten. Wir haben ja vorhin schon was gehört von Steve, Grundlagen über die App-Entwicklung für Windows 8. Felix hat erzählt, was das Design angeht, welche Neuerungen es da gibt, welche Guidelines es gibt. Heute Nachmittag hören wir noch ganz viel über JavaScript-Entwicklung für Windows 8. Und ja, jetzt mal ein Track extra für .NET-Entwickler. Welche Rolle spielt .NET, wenn es um Windows 8-Entwicklung geht? Mein Ziel ist es, dass Sie, wenn Sie hier rausgehen aus dem Raum, alle wissen, dass man mit .NET für Windows 8 Apps entwickeln kann, dass .NET eine relativ wichtige Rolle spielt und dass Sie auch die Grundlagen verstanden haben, wie spielt Windows 8 jetzt, wie spielt .NET jetzt zusammen mit unterschiedlichen Komponenten von Windows und wie fühlt sich so grundsätzlich die App-Entwicklung an. Dazu schauen wir uns unterschiedliche Punkte an. Zum einen natürlich erstmal, was hat es mit dieser WinRT auf sich? Wie verhält sich WinRT im Zusammenspiel mit .NET? Wie relevant ist .NET noch, wenn es doch die WinRT gibt? Solche Fragen gibt es tatsächlich. Ich hoffe, dass die danach alle geklärt sind. Wir schauen uns dann Async an. Async ist relativ wichtig, wenn es um die Windows 8 Entwicklung geht. Async, neues Keyword in .NET 4.5. Ich werde ein kleines Beispiel coden, um einfach mal zu zeigen, wie das funktioniert. Ich glaube aber, wir haben auch noch einen relativ ausgiebigen Track, der sich ausschließlich mit Async beschäftigt. Deswegen gehe ich da nicht ganz so tief rein. Dann schauen wir uns an .NET for Windows Store Apps, ein neues Profil innerhalb des .NET Frameworks. Wir schauen, was hat es damit auf sich. Und zu guter Letzt schauen wir uns an, wie man die WinRT, die wir oben schon angesprochen haben, erweitern können. Und wir schauen uns was an, was Plip heißt. Weiß jemand, was Plip ist? Keiner? Okay. Später, wenn ich dann das mal ausschreibe, wird es wahrscheinlich schon der eine oder andere wissen, aber dann halte ich sie so lange nochmal in Spannung. Gut, fangen wir an mit dem Thema WinRT. War irgendjemand von den Anwesenden hier auf der Bild-Konferenz? Bitte mal Fingermeldung. Keiner? Okay. Letztes Jahr auf der Bild-Konferenz wurde zum ersten Mal beschrieben, wie man Anwendungen für Windows 8 entwickeln kann. Dabei kamen natürlich auch die Apps ins Spiel und da wurde zum ersten Mal die WinRT vorgestellt und die Bild-Konferenz ging, glaube ich, eine Woche oder so und am ersten Tag wurde zum ersten Mal WinRT erwähnt und es ist eine leichte Panik ausgebrochen unter den ganzen .NET-Entwicklern. Ich war da auch vor Ort gewesen und die Problematik war natürlich am ersten Tag, da gab es noch keine Deep Dive Sessions, sondern es gab erstmal so ein bisschen gestreute Informationen. Man hat so gehört, ah, WinRT, oh mein Gott, es gibt WinRT und das ist irgendwie zum Anprogrammieren des Betriebssystems gedacht und ist ganz wichtig für Entwickler. Ist WinRT das neue .NET? Fragezeichen. Ersetzt WinRT .NET? Und ich denke, um hier ein bisschen aufzuklären, schauen wir uns einfach mal an, was WinRT eigentlich ist. Dazu werfen wir einfach mal einen Blick auf ja, so ein Architekturdiagramm, das wahrscheinlich jetzt auch schon einmal rund um die Welt ging und in wahrscheinlich jedem Vortrag über Windows 8 zu sehen ist. Wir sehen hier unten grün angemalt mal das Betriebssystem, den Kernel des Betriebssystems, die Services, die uns das Betriebssystem Kernel zur Verfügung stellt. Und wenn wir bisher, jetzt sagen wir mal für Windows 7, Applikationen entwickelt haben, dann waren das ja Desktop-Applikationen, wie man sie kennt, mit einem kleinen roten X oben in der Ecke, um die wieder zu schließen. Solche Applikationen können wir natürlich nach wie vor bauen, auch für Windows 8, mit all den Technologien, die wir schon in der Vergangenheit benutzt haben. Sprich, natürlich können wir .NET-Entwicklung weiter treiben, um für Windows 8 ganz klassische Applikationen zu entwickeln. Wir können das Ganze auch in C++ machen, alles wie gehabt. Alles, was für Windows 7 funktioniert hat, funktioniert auch für Windows 8. Das heißt, wir können nach wie vor diese klassischen Applikationen entwickeln. Auch in Java, wenn das jemand machen will. Die Windows Runtime
oder WinRT kommt dann ins Spiel, wenn wir keine Desktop-Applikationen entwickeln, sondern eben die neuen Applikationen, diese touch-optimierten Applikationen, Fullscreen, ohne dieses kleine rote X oben, die eben Windows Store Apps. Wenn wir solche entwickeln wollen, dann brauchen wir die Windows Runtime. Und was die Windows Runtime dann ist, ist folgendes. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Bestandteil des Betriebssystem-Kernels, der nativ implementiert wurde, von Microsoft zur Verfügung gestellt wird, auf jedem Windows 8 zu finden ist und der für uns aus Entwicklerperspektive eigentlich nichts anderes tut, als uns Zugriff zu ermöglichen auf unterschiedliche APIs des Betriebssystems. Das heißt, über diese Windows Runtime bekommen wir zum Beispiel Zugriff auf die Webcam oder auf irgendwelche Sensoren, die eingebaut sind. Das Ganze ist jetzt, wie man hier sieht, noch vollkommen sprachagnostisch, sage ich mal. Hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Sprachen zu tun. Ganz egal, ob wir jetzt C-Sharp oder JavaScript oder sonst was gerade im Kopf haben als unsere präferierte Sprache. Die WinRT hat damit erstmal gar nichts zu tun. Die WinRT stellt einfach nur mal APIs zur Verfügung, die wir dann wiederum natürlich konsumieren wollen. Und wenn wir sie konsumieren wollen, kommen wir trotzdem an den Punkt, wo wir uns auch irgendwann mal über Sprachen unterhalten müssen. Und das Schöne ist eben, dass wir diese WinRT aus einem ganzen Set von Sprachen ansprechen können. Da gibt es natürlich klassisch C++. Aus C++ heraus können wir die APIs in der WinRT ansprechen. Wir können auch C-Sharp Visual Basic nehmen oder wir können jetzt neu JavaScript nutzen, um die WinRT APIs anzusprechen. Wenn wir diese APIs angesprochen haben, möchten wir typischerweise auch irgendwann mal irgendwas anzeigen. Und als Anzeigesprachen haben wir eben für C++, C-Sharp und Visual Basic XAML. Neu für C++-Entwickler, für C-Sharp und Visual Basic Menschen ändert sich da gar nichts. Und aus der JavaScript-Welt raus haben wir natürlich die Oberflächensprachen, die im Web-Umfeld ohnehin schon bekannt sind, sprich HTML5 und CSS3. Für uns relevant ist natürlich dieser Zugriff hier so, hier durch. Das heißt für uns, wenn wir uns das angucken, die WinRT ist eigentlich ganz simpel runtergebrochen, einfach nur eine Zugriffsschicht auf Betriebssystem-APIs. Das heißt, das ist eigentlich was komplett anderes als .NET. .NET ist eine Runtime, die wir auch weiterhin verwenden können, wenn wir C-Sharp programmieren. Aber wir können eben aus Sprachen aus dem .NET-Framework jetzt diese Windows Runtime direkt ansprechen. Und das Interessante ist eben an der Stelle, dass wir hier tatsächlich aus einer Managed-Umgebung hier oben in eine native Umgebung reingreifen können. Und da mag man sich jetzt erinnern, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Und komme ich gleich dazu. Und da kommen vielleicht grauenhafte Bilder auf, die irgendwas mit Marshall S, DLL Import, oh mein Gott, wollen wir das wirklich machen? Wir schauen uns gleich mal an, wie das ausschaut. Okay, zusammenfassend, wenn wir Windows Store Apps schreiben wollen, dann brauchen wir die APIs aus der Windows Runtime. Dafür ist die Windows Runtime da, um uns diese APIs zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir nochmal auf diese Folie hier vorwärts zurückgehen, dann sehen wir auch, für diese Windows Store Apps haben wir tatsächlich auch nur die Windows Runtime APIs zur Verfügung. Wir können hier nicht einfach sagen, wir möchten aus C-Sharp raus, meinetwegen auf Win32 zugreifen. Das geht nicht. Wir können nur diesen Weg hier nach unten wählen und haben eben hier ein vorgegebenes Set von APIs, was wir nutzen können, um wunderbare Windows Store Apps zu bauen. Jetzt habe ich gesagt, bei dem einen oder anderen hat es vielleicht ein bisschen Horrorvorstellungen ausgelöst, die Vorstellung aus einer Managed-Welt in die Unmanaged-Welt zu greifen. Okay, kommt noch ein bisschen später. Der Hintergedanke bei der Windows Runtime war, genau solche Horrorszenarien zu vermeiden. Wir möchten, dass die Windows Runtime als solches für den Entwickler extrem einfach konsumierbar ist. Das heißt, im Prinzip möchten wir gerade auch dem .NET-Entwickler den gleichen Komfort zur Verfügung stellen, wie er es gewohnt ist aus seiner Managed-Umgebung in den bisherigen .NET-Versionen. Das heißt, wir möchten IntelliSense auch für Windows Runtime APIs. Wir möchten die volle Tool-Unterstützung, um hier eben nicht plötzlich weniger komfortable Developer Experience zu haben. Gleichzeitig
Also das ist eher so der Aspekt, wie fühlt es sich für einen Entwickler an? Gleichzeitig soll es natürlich letzten Endes auch für den Anwender so sein, dass diese Windows Runtime dafür sorgt, dass der Endanwender, der dann das Produkt nutzt, beziehungsweise die Software nutzt, dass der profitiert. Und wie kann der profitieren? Zum Beispiel dadurch, dass die Windows Runtime eben nativ implementiert ist, von daher natürlich hochperformant, aber auch, dass sie so implementiert ist, dass asynchrone Programmiermodelle sehr gut unterstützt werden. Wie das konkret ausschaut, schauen wir uns noch an, wenn wir über Async ein bisschen tiefer sprechen. Des Weiteren wird die Windows Runtime, unterstützt die Windows Runtime natürlich das komplette Sandboxing- und Security-Model von Windows 8-Apps. Bei Windows 8-Apps ist es ja so, die leben in einer Sandbox und haben erstmal keine Möglichkeit, hier irgendwie Schaden anzurichten oder aus dieser Sandbox rauszugreifen. Das heißt natürlich auch, zwei Windows 8-Apps können sich nicht einfach so mal miteinander unterhalten. Um dieses Unterhalten zu ermöglichen, gibt es eben auch Eigenschaften und APIs der Windows Runtime, um über sogenannte Contracts dafür sorgen zu können, dass zwei Apps trotzdem miteinander interagieren können beziehungsweise Informationen austauschen können. Und zu guter Letzt haben wir noch die Versionierungsgeschichte. Die Windows Runtime ist so konzipiert, dass wir, wenn wir eine App schreiben, die unter einer bestimmten Version der Windows Runtime läuft, automatisch sichergestellt ist, dass auch in weiteren Windows Runtime-Versionen diese App weiterlaufen wird. Das heißt, wir müssen uns da keine Sorgen machen um irgendwie zukünftige Kompatibilität oder irgendwas. Versionierung funktioniert einfach so, Haken dran. Wir entwickeln eine App, die läuft jetzt unter Windows 8. Wenn mit Windows 9 eine neue Windows Runtime-Version rauskommt, läuft die App immer noch. Jetzt sind wir bei dem Horror-Szenario, auf das ich die ganze Zeit wollte. Wenn man in der Vergangenheit die Kamera ansprechen wollte, hier zum Beispiel meine Webcam, die hier eingebaut ist, dann sah das aus der Managed-Welt heraus ungefähr so aus. Wir mussten hier irgendwie hier DLLs importieren. Wir haben sehr viel mit Strings gearbeitet, haben irgendwas gemarschelt. Das hat gut funktioniert, keine Frage, ist aber jetzt nicht unbedingt das, was man als .NET-Entwickler erwartet und sehen will, weil man da einfach einen anderen Komfort gewohnt ist, gerade was IntelliSense beispielsweise angeht. Und was eben hier passiert ist, ist Folgendes. Wir hatten unsere Managed Welt. Aus der Managed Welt wollten wir auf traditionelle APIs zugreifen. Und um das zu machen, mussten wir für Interoperabilität sorgen. Das heißt, wir mussten Interop-Code schreiben. Das war nicht unbedingt angenehm, sage ich mal. Man musste ein bisschen forschen, wie das funktioniert. Und es war eben vor allem nicht intuitiv. Manch einer sagt jetzt immer, ja, so hat ja keiner gearbeitet. Man hat doch auch für solche Szenarien irgendwo eine Third-Party-Library gefunden, die dieses Wrapping für einen gemacht hat. Stimmt natürlich. Also typischerweise hat man schon irgendwelche, entweder sich mal selbst einen Wrapper geschrieben, dann hat man es nicht jedes Mal machen müssen. Aber nichtsdestotrotz, es gab irgendjemanden, der war dafür zuständig, diesen Interop-Code zu erzeugen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie in C# für Windows 8 so ein Kamerazugriff ausschauen kann. Wenn wir als Entwickler uns hier ransetzen und sagen, wir haben erstmal eigentlich keinen Schimmer, wie wir für Windows 8 überhaupt entwickeln sollen. Dazu mache ich mal das Visual Studio auf und ich lege ein neues Projekt an. Ich habe hier zum Beispiel eine Projektvorlage für eine komplett leere Windows 8 App. Ich könnte auch hier irgendwelche Templates wählen mit diesem klassischen Grid. Ich nehme mal die leere. Und jetzt wollen wir auf die Kamera zugreifen. Und wir wissen, okay, Kamera, da gibt es irgendwas in der Windows Runtime dafür. Und die Windows Runtime, die entsprechende API, die möchten wir jetzt irgendwie finden. Und das Schöne ist, wir können diese Windows Runtime browsen und einfach mal gucken, was sich da drin eigentlich alles auffindet, indem wir hier einfach den Object Browser wählen. Der findet sich hier unter View Object Browser, falls den irgendjemand sucht. Und wir können hier einfach mal sagen, wir möchten Windows browsen, den Windows Namespace. Und alles, was sich im Windows Namespace befindet, ist quasi all das, was uns die Windows Runtime zur Verfügung stellt. Und nachdem wir auf die Kamera zugreifen wollen, bietet es sich an, einfach mal nach Kamera zu suchen. Das heißt, ich gebe hier einfach mal Kamera ein, drücke auf Return und ich kriege dann eine Palette von Ergebnissen geliefert. Ich gehe mal ein bisschen rein, dass man ein bisschen besser sieht. Unterschiedlichste Namespaces. Ich kann jetzt hier durchklicken, kann mir die unterschiedlichen Namespaces angucken, kann schauen, ob die vielleicht eine brauchbare Methode liefern, die
von der Signatur her oder vom Namen her irgendwie so klingt, als könnte ich was damit anfangen. Ich weiß jetzt natürlich, wo sich was verbirgt, und zwar in dem Namespace Windows Media Capture Camera Capture UI gibt es eine Funktion, die heißt Capture File Async. Und was tut die? Creates an operation object for displaying the dialog that captures a photo or video. Klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Also, wir merken uns mal kurz den Namen Windows Media Capture Camera Capture UI. Dann gehe ich hier wieder in meinen Code und mache hier einfach ein Using Statement mit dazu. Wir sehen, hier ist schon ganz viel importiert über dieses Using Statement. Ich mache ein bisschen größer. Da gibt es schon relativ viel aus diesem Windows Namespace, was nichts anderes ist als die WinRT. Und wir machen jetzt hier einfach mal Using Windows Media Capture. Gut. Jetzt können wir dieses die Klasse Camera Capture UI verwenden. Das machen wir auch mal hier unten. Cam ist gleich New Camera Capture UI. Und jetzt sagen wir noch, wir möchten ein Foto schießen. Cam.CaptureFileAsync. Also, nur um das nochmal zu verdeutlichen, ich mache es ein bisschen größer. Ich mache es nochmal weg. Cam. Wir haben hier tatsächlich IntelliSense-Unterstützung für die APIs, die uns die Windows Runtime anbietet. Von daher relativ komfortabel. CaptureFileAsync. Und ich muss noch sagen, möchte ich ein Foto aufnehmen, möchte ich ein Video aufnehmen? Ich sage jetzt, ich mache einfach mal ein Foto. Foto. Fühlt sich gut an. Syntaxvervollständigung hat eigentlich alles selbst gemacht. Ich muss jetzt an der Stelle wissen, wenn ich auf eine Kamera zugreife, dann ist das eins von den Devices, auf die das Betriebssystem besonders gut aufpasst. Das heißt, ich muss noch meine Capabilities in dem App-Manifest entsprechend setzen, um diesen Zugriff auch tatsächlich zu erlauben. Dazu sage ich, setze ich einfach das Häkchen Webcam und sage, okay, diese App darf auf die Webcam zugreifen. Dann speichere ich das alles mal und wir führen das aus. F5. Und die App geht los, startet. Ich werde hier jetzt noch einmal gefragt als Anwender, hey, darf die App tatsächlich auf die Kamera zugreifen? Ich sage, ja, darf sie, allow. Und hier bin ich. Kann ein Foto schießen. Ja, hat funktioniert. Gehen wir nochmal zurück in die App, weil ich denke eigentlich, dass das tatsächlich relativ interessant ist, was hier passiert ist. Wir haben jetzt gesehen, wir haben, wo ist es? Hier. Tatsächlich nur zwei Zeilen Code benötigt und ein Using Statement, um auf die Kamera zuzugreifen. Genauso wie wir es hier sehen, lassen sich eigentlich die meisten, eigentlich alle Windows Runtime APIs konsumieren. Wir packen Using Statement oben rein. Using Statements kennen wir, weil wir sowieso C-Sharp entwickeln oder Visual Basic. Und dann legen wir ein neues Objekt an und rufen irgendwelche Funktionen von diesem Objekt auf mit voller IntelliSense-Unterstützung. Also das ist natürlich, ich würde mal sagen, schon extrem komfortabel. Das heißt, was ist hier unter der Haube passiert? Wir hatten unsere Managed-Welt. Wir wissen, es gibt irgendwo native Windows 8 APIs. Und was hier jetzt passiert ist, ist, irgendjemand, nämlich die Windows Runtime, hat dafür gesorgt, dass wir aus unserer Managed-Welt auf dieses API zugreifen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat es funktioniert? Und die Antwort dafür ist Language Projection. Es gibt was, was sich Language Projection nennt, was letzten Endes der Mechanismus ist, den die Windows Runtime zur Verfügung stellt, um Objekte und ja, APIs von Windows Runtime Objekten zur Verfügung zu stellen innerhalb von anderen Sprachen. Beispielsweise eben für C++, für C# oder auch für JavaScript. Und dazu, um das zu ermöglichen, hat jede Windows Runtime Komponente ein Metadaten. Diese Metadaten können quasi ausgewertet werden und mithilfe dieser Metadaten kann in die jeweiligen Sprachen rein projiziert werden. Das ist jetzt dann tatsächlich so, dass an dieser Stelle niemand mehr einen Wrapper schreiben muss für eine Komponente, sondern wir können, ohne dass jemand einen Wrapper schreibt, trotzdem auf diese Windows Runtime
APIs zugreifen, eben mit Hilfe dieser Language Projection. Und das Schöne ist, dass diese Language Projection eben dafür sorgt, dass die APIs so in die jeweiligen Sprachen reingemappt werden, dass es sich für den Entwickler, beispielsweise auch für den .NET-Entwickler, extrem natürlich anfühlt, diese APIs zu konsumieren. Wir haben ja gesehen, wir haben Using, kennen wir. Wir haben gesehen, wir haben IntelliSense, um hier die Methoden aufzurufen. Wir haben gesehen, die Art und Weise, wie die Methoden geschrieben sind, Pascal-Notation, Großbuchstabe vorne, ist genau das, was wir erwarten. Wenn wir JavaScript-Entwickler wären, was wir nicht sind, .NET-Vortrag, dann würden wir feststellen, dass diese APIs da auch reingemappt werden, aber dass die Methodennamen alle mit einem Kleinbuchstaben beginnen. Das ist eben Naming Convention in JavaScript, da fangen die Methodennamen mit kleinen Buchstaben an. Genau dieser Mechanismus ist die Language Projection. Hat natürlich einen gewissen Vorteil, weil jetzt niemand mehr Betriebssystem-API-Wrapper schreiben muss. Es gab Third-Party-Firmen, die haben das bisher gemacht, haben irgendwelche Funktionalitäten verpackt und sie dadurch zugreifbar gemacht aus .NET. Oder es gab auch bei Microsoft ein Team, das nichts anderes gemacht hat, als Betriebssystem-APIs zu wrappen und dann in der .NET-Welt zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise die Performance-Counter. Die Performance-Counter in .NET sind quasi gerappte Betriebssystem-APIs. Dieses Team kann jetzt Windows 8-Apps entwickeln, was anderes tun, weil diese Notwendigkeit eben an der Stelle nicht mehr besteht. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil. Zum einen funktioniert es jetzt automatisch, zum anderen haben wir einen gewissen Zeitvorteil, weil in dem Moment, wo die Windows Runtime APIs zur Verfügung stellt, automatisch über diesen Mechanismus der Language Projection auch die APIs verfügbar sind. Okay, wir schauen uns jetzt bloß mal ganz kurz an, wie diese Metadaten eigentlich ausschauen. Die können wir nämlich einsehen. Und das Schöne ist, wir können die einsehen über ILDASM. ILDASM kennt man ja vielleicht, ist das Tool, um ab und zu mal Assemblies aufzumachen, um zu schauen, was da tatsächlich drin passiert. Und mit ILDASM können wir eben auch diese Metadaten-Files aufmachen. Die Metadaten befinden sich unter Windows System 32 WinMetadata. Hier findet man sie. Also, das hier sind die Metadaten der Windows Runtime. Und wir können die Files jetzt öffnen mit ILDASM. Dazu mache ich hier mal ILDASM auf. Und wir werfen mal einen Blick da rein. Und nehmen zum Beispiel wieder unser Windows Media. Kennen wir ja schon. Und finden jetzt hier auch diesen Windows Media Capture Namespace. Wir finden die Klasse Camera Capture UI. Und wir finden hier unten irgendwo auch unser Capture File Async. Also das heißt, wir können tatsächlich, wenn wir wollten, auch über ILDASM uns unterschiedliche WinMD-Files mal angucken, aber es ist natürlich viel komfortabler, das über den Object-Browser zu machen. Nur vom Verständnis her, wir brauchen quasi diese WinMD-Files, damit die Language Projection funktionieren kann. Okay, das bringt uns zum nächsten Thema. Wir haben jetzt gerade eine Methode aufgerufen, die hieß Capture File Async. Das heißt, wir hatten hinten dran diese fünf Buchstaben, die darauf hinweisen, dass es sich hierbei um eine asynchrone Methode handelt. Diese Capture File Async Funktionalität wurde von der Windows Runtime zur Verfügung gestellt und genauso wie diese Methode sind auch ganz viele andere APIs asynchron implementiert. Asynchron implementiert heißt an der Stelle nichts anderes als, wenn wir die aufrufen, kriegen wir nicht sofort das Ergebnis, sondern wir kriegen erstmal ein Objekt, das irgendwann in der Zukunft das Ergebnis liefert. Der Hintergrund an der Stelle dafür ist, dass wir typischerweise, wenn wir Windows 8 Apps programmieren, davon ausgehen, dass wir irgendwann mal auf einem Touch-Device laufen. Und nun ist es so, wenn wir bisher programmiert haben und eine Aktion hat mal zwei Sekunden gedauert und wir haben irgendwo mit der Maus hingeklickt und diese zweisekündige Aktion wurde getriggert, dann war das eigentlich zwar nicht gut, aber ist schon gerade noch auf Akzeptanz gestoßen, würde ich mal sagen. Es war nicht so richtig schlecht. Der Punkt ist aber, wenn wir Windows 8 Apps schreiben, müssen wir davon ausgehen, dass der Anwender tatsächlich mit dem Finger auf so einem Gerät ist. Und mit dem Finger quasi ohne Indirektion über die Maus oder so, sondern direkt irgendwie den Inhalt einer App beeinflussen will.
Und wenn dann nicht unmittelbar mit dem Berühren des Fingers irgendeine Aktion getriggert wird, dann fühlt sich das sofort langsam an. Und Microsoft will auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, dass Windows 8 Apps oder Windows 8 generell langsam ist. Das heißt, wir möchten durch das zur Verfügung stellen von asynchronen APIs die Entwickler ein Stück weit dazu motivieren oder zwingen, tatsächlich asynchron zu programmieren, weil die Erfahrung auch gezeigt hat, dass an der einen oder anderen Stelle in der Vergangenheit, wo es geschickter gewesen wäre, asynchron zu programmieren, eben trotzdem synchron programmiert wurde, mit dem Ergebnis, dass dann kurzzeitig das UI eingefroren ist. Kennt ja jeder, dass wenn man eine App, eine Anwendung aufmacht, man klickt irgendwo und dann dauert es halt mal ein paar Sekunden und sagt man, ja gut, ja, funktioniert ja, fühlt sich nicht gut an, aber funktioniert ja. Und genau das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen irgendwas, was zwar funktioniert, aber sich trotzdem gut anfühlt. Das Ganze ist natürlich aus Entwicklerperspektive jetzt erstmal vielleicht, es mag erstmal ein bisschen verwirrend sein, wenn man sich mit asynchroner Programmierung auseinandersetzen muss, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Gott sei Dank gibt es aber ja sowas wie Async und Await im .NET Framework und ich stelle jetzt hier mal ganz kurz vor, wie Async und Await funktioniert und wie man sich vorstellen kann, dass man das einsetzen sollte. Okay, kurzer Blick auf die Uhr. Ich mache mal ein neues Projekt auf. Wir nehmen wieder eine blanke App und was ich an der Stelle jetzt mal mache, ist einfach, ich mache hier einen Button rein. Hier unten. Ich schreibe drauf, dass ein Klick draufsteht und lege einen neuen Klickhändler an, zu dem ich dann auch gleich mal navigiere, um den zu implementieren. Und wir triggern hier jetzt einfach mal eine Berechnung. Compute very long time. Der soll jetzt mal ganz lang rechnen hier. Und was der hier tut, ist jetzt nichts Besonderes, sondern der zählt einfach mal. Es gibt ein Int, da ist Count. Und dann machen wir eine Vorschleife. Die zählt ziemlich lang. Und macht eigentlich nichts anderes, als diesen Counter immer zu erhöhen. Also ist jetzt nicht so die geistreichste Logik, die man sich vorstellen kann. Am Ende kommt der Counter zurück. Wenn wir das ausführen, dann führt das zu folgendem Verhalten. Oh. Ja, yeah. Danke. Zwei Fehler in 5 Zeilen Code. Drei Fehler in 5 Zeilen Code. Okay, jetzt haben wir hier den Klick-Button. Wenn ich draufklicke, dann sehen wir, der bleibt irgendwie reingepresst. Wir haben jetzt mit der neuen Designsprache keine echten reingedrückten 3D-Buttons mehr, aber wir sehen trotzdem, der bleibt irgendwie weiß, von daher irgendwie hängt da was. Ne? Wenn da jetzt andere Knöpfe daneben wären, wird hier nichts mehr funktionieren. Heißt, wir haben hier einen synchronen Aufruf, der synchrone Aufruf blockiert erwartungsgemäß das UI, weil hier im Hintergrund die Vorschleife läuft. Was ich jetzt mal mache, ist, ich wandle diese Funktion um in eine asynchrone Funktion. Mit der Name Convention Async hinten dran. Und was der macht, ist, der liefert nicht direkt den Int zurück, sondern Task, der irgendwann später den Int liefert. Und wir sagen hier in der kleinen Lambda Expression, der möge doch bitteschön diese andere Funktion ausführen. Tasks müssen wir noch resolven. Wunderbar. Wenn wir jetzt hier sagen, bitteschön das Ganze mal mit dieser Compute Very Long Time Async aufrufen, dann sehen wir, ich mache den Klick und
die Methode kommt sofort zurück. Das heißt, ich habe sie jetzt asynchron gemacht. Problem ist an der Stelle natürlich, wenn wir in Code reingehen, wenn ich jetzt tatsächlich interessiert wäre an dem Rückgabewert, diesen Count, der da irgendwann zurückkommt, dann habe ich den hier an der Stelle natürlich nicht, weil ich hier jetzt erstmal den Task zurückkriege. Das heißt, momentan könnte ich hier sowas schreiben wie Task T ist gleich. Würde funktionieren. Wenn ich hier aber den Wert will und hier sage int result ist gleich, funktioniert es nicht, weil das hier einen Task zurückliefert. Dafür gibt es das Keyword await. Ich kann mit await angeben, dass der Task, der hier ausgeführt wird, tatsächlich erst abgearbeitet werden soll und ich quasi auf das Ergebnis dieses Tasks warte, um das dann weiter zu verarbeiten. Await funktioniert nur dann, wenn ich oben auch diese Methode selbst als async markiere. Und jetzt könnte ich das nochmal ausführen lassen und hätte dann in meinem Result drinstehen die 1 mit den vielen Nullen. Ich mache das jetzt mal, weil ein was da an dieser Stelle trotzdem noch ganz interessant ist. Ich mache das jetzt und wir wissen, im Hintergrund wird es ausgeführt und wir warten in der Programmarbeitung auf das Ergebnis. Aber trotzdem kommt der Button wieder raus, obwohl wir an der Stelle warten. Das ist eigentlich relativ interessant, weil natürlich man geneigt ist zu denken, hey, wenn wir hier einen asynchronen Aufruf machen und auf die Ausführung warten, ist das dann nicht genau das gleiche wie eine synchrone Programmierung? Nein, ist es nicht, weil wir nämlich bei der synchronen Programmierung die ganze Zeit auf dem UI-Thread rumrödeln. In dem Moment, wo wir hier einen asynchronen Aufruf machen, geben wir den UI-Thread wieder frei. Wir können weiterhin User-Events, beispielsweise Button-Klicks, entgegennehmen. Und erst wenn das Ergebnis dieses Tasks zurückkommt, bisschen klein, oder? Sie müssen noch was sagen. Erst wenn das Ergebnis zurückkommt, würde ich hier in der Ausführung der Methode weitermachen. Hier geht's weiter. Gut, heißt, ich hätte hier jetzt beispielsweise einblenden können eine Messagebox, die mir das Ergebnis anzeigt. UI.popups. Message Dialog Result.toString. Show async. Genau, wird gerade grün unterringelt, weil wir hier wieder eine asynchrone Methode haben, auf die wir nicht warten. Deswegen haben wir diesen grünen Ringel. Wenn ich das jetzt mal ausführe, dann sehen wir, dass das tatsächlich funktioniert. Chuck, es dauert ein bisschen und das Ergebnis kommt. Genau, also eigentlich relativ spannend, weil eben das UI in der Zwischenzeit trotzdem noch responsive bleibt. Was allerdings jetzt an der Stelle besonders interessant ist, finde ich zumindest, ist die Tatsache, dass wir jetzt eben auch das Await hier entkoppeln können von dem Aufruf des Tasks. Das heißt, ich könnte den Fall haben, dass ich an der einen Stelle im Code tatsächlich mal eine asynchrone Methode triggern will und aber das Ergebnis dieser asynchronen Methode irgendwie erst viel weiter unten im Code brauche. Sprich, das würde dann ungefähr so ausschauen. Ich habe hier meinetwegen einen Result-Task. Und ich mache hier unglaublich wichtiges Zeug, das vielleicht auch ganz lang dauert. Und dann erst ganz, ganz weit unten, ganz unten, will ich tatsächlich das Ergebnis sehen von diesem Result-Task. Das heißt, hier könnte ich dann reinschreiben, int result ist gleich await result-Task. Und dieses unglaublich wichtige Zeug ist ja vielleicht irgendwas, was beliebig lang dauern kann. Zum Beispiel eine Messagebox, die hochgeht und zum Anwender sagt, hallo Anwender. Und die geht erst wieder weg, wenn der Anwender tatsächlich auch okay geklickt hat. Das heißt, wir haben hier potenziell beliebig lange Laufzeit drin. Und das Interessante ist jetzt, wenn wir mal einen Breakpoint auf den Return Value von dieser Compute-Methode setzen. Das wird uns nämlich zeigen, an welcher Stelle der Task tatsächlich getriggert wird. Also, wir schauen uns das nochmal an. Wir haben hier oben einen Task, den wir hier zurückkriegen. Wir machen dazwischen irgendwas komplett anderes und irgendwann weiter unten wollen wir das Ergebnis verwerten. Und wenn ich das jetzt mal ausführe und hier Klick sage, dann sehen wir, okay, die Messagebox geht auf, das haben wir ja erwartet, aber im Hintergrund läuft der Task bereits. Das heißt,
ist das Konzept des sogenannten Hot Tasks. In dem Moment, wo wir so eine asynchrone Methode aufrufen, wird der Task auch automatisch gestartet. Das heißt, wir müssen dann nicht irgendwie noch sagen, hey, Task, lauf los oder irgendwas, sondern der läuft dann einfach los und ist vielleicht auch schon fertig mit der Berechnung, noch bevor wir das Ergebnis tatsächlich auswerten wollen. Wir sind an der Stelle eben noch nicht im Programmcode, an der Stelle, wo wir await sagen würden. Genau das Gleiche gilt auch für APIs, die uns die Windows Runtime zur Verfügung stellt und die asynchron sind. Auch da ist es so, wir rufen diese APIs auf, wir kriegen irgendwas zurück, was uns verspricht, später mal das Ergebnis zu liefern und das läuft schon. Das heißt, es ist schon hot, wir brauchen dann nicht nochmal sagen, hey, jetzt lauf aber mal los. Diesen ganzen Mechanismus mit Await und Async können wir 1:1 verwenden für Windows Runtime APIs und der einzige tatsächliche Unterschied ist vielleicht, wenn man sich hier mal meine asynchrone Methode anguckt, die liefert ja einen Task zurück, die habe ich ja selber implementiert. Und wenn ich hier aber Show Async mal hier nochmal aufmache, dann sehen wir, okay, Show Async liefert keinen Task zurück, sondern eine iAsync Operation. iAsync Operation ist ein Typ, den die WinRT kennt. Die WinRT verfügt nämlich über eigene Typen. An der Stelle ist natürlich wieder 1000 Fragezeichen im Raum. Ja, wie spielt es zusammen? Typen von der Windows Runtime auf der einen Seite, dann hier die Typen in .NET, hier haben wir irgendwo noch C++ und auch noch irgendwo eine Handvoll Typen in JavaScript. Wie kann das funktionieren, wenn die doch alle die gleiche Windows Runtime nutzen? Die Typen werden gemappt. Sprich, wir können in der Regel, es gibt ganz, ganz, ganz wenig Ausnahmen, wir können die Typen aus dem .NET Framework 1:1 weiterliefern an die Windows Runtime und können die quasi nicht austauschbar, aber wir können beispielsweise Manage Types in diese Windows Runtime APIs reingeben, weil hier eben unter der Haube ein Mapping stattfindet. Gut, jetzt gehe ich hier mal wieder raus. Die Zeit läuft mir davon. Zusammenfassend, durch Async können wir eine Methode als asynchron markieren. Es stimmt nicht ganz, wenn hier steht, es macht die Methode asynchron, weil natürlich nur, weil da Async steht, sie nicht asynchron ausgeführt wird, sondern es muss dann schon innen drin auch ein asynchroner Aufruf stattfinden. Aber das ist was dem Compiler sagt, hey, hallo Compiler, hier kommt was, was potenziell asynchron ist. Und über Await sorgen wir dafür, dass all die Zeilen Code, die unterhalb von Await stehen, quasi umgewandelt werden in einen Callback. Das heißt, typischerweise hätten wir ja, wenn wir früher sowas implementiert hätten, einen Callback-Mechanismus implementiert. Das heißt, wir hätten diese asynchrone Methode aufgerufen und hätten dieser asynchrone Methode gesagt, hey, asynchrone Methode, wenn du fertig bist, dann machen wir mit diesem Callback weiter, mit dieser Methode XY. Und genau das brauchen wir an der Stelle nicht mehr, weil dieses Generieren eines Callbacks quasi unter der Haube passiert. Wir haben in unserem Code tatsächlich absolut sequentiellen Fluss. Sequentiellen Fluss, obwohl die Abarbeitung unter der Haube trotzdem asynchron ist. Und das ist natürlich ein relativ großer Vorteil. Wenn man sich das vorstellt bei etwas komplexeren und realistischeren Szenarien als bei meiner kleinen Berechnung hier, beispielsweise so ein File-Open-Picker, wenn der aufgeht, ist das eine asynchrone Operation. Es kann beliebig lang dauern, bis der Anwender tatsächlich einen File auswählt. Wir müssten hier quasi sagen, hey, wenn der User einen File ausgewählt hat, dann mach mal weiter mit diesem unteren Block. Früher hätten wir das gemacht. Jetzt schreiben wir den unteren Block einfach unten drunter und sagen, okay, wenn der User ein File ausgewählt hat, wir warten drauf, bis es ausgewählt ist, dann fangen wir an, hier dieses File aufzumachen. Das ist in dem Fall wieder asynchron, weil wir wissen ja gar nicht, wie groß das File ist, kann beliebig lang dauern. Sobald wir dann das geöffnete File haben, können wir anfangen, den Inhalt des Files zu verarbeiten und so weiter. Das heißt, wir haben sequentiellen Codefluss bei eigentlich im Hintergrund asynchroner Abarbeitung, was natürlich das Entwickeln relativ komfortabel macht, weil man genau weiß, was wann in welcher Reihenfolge passieren soll. Gut, damit sind wir auch schon mittendrin im .NET Framework. .NET 4.5. Jetzt ist ja so, es soll hier ein bisschen um Windows 8 gehen und nicht nur um die Features des .NET Frameworks. Async spielt aber eine wichtige Rolle bei Windows 8. Deswegen denke ich, war es schon angebracht, hier mal drüber zu sprechen. Allerdings bleibt natürlich die Frage, wie viel vom .NET Framework ist eigentlich übrig? Was können wir nutzen? Was können wir nicht nutzen? Und überhaupt haben wir das ganze .NET Framework? Und es ist hier, was das .NET Framework angeht, ähnlich wie beim Windows Phone. Fürs Windows Phone gibt es ein separates Profil.
Es gibt ja unterschiedliche Profile des .NET Frameworks, auch das Client Profile und so weiter. Und es gibt jetzt eben auch ein .NET Profile für Windows Store Apps. Und was Microsoft da gemacht hat, ist einfach mal zu sagen, okay, wir reduzieren die Menge der verfügbaren Namespaces auf das, was potenziell tatsächlich auf einem innerhalb einer Windows 8 App tatsächlich auch benötigt werden könnte. Beispielsweise schmeißen wir im ersten Schritt mal alles raus, was hier überhaupt nicht in Frage kommt, zum Beispiel ASP.NET. Wir haben kein ASP.NET für das .NET-Profil für Windows Store Apps. Wir haben auch keine Konsole mehr. Außerdem schmeißen wir alles raus, was sowieso alt, obsolet ist oder was uns irgendwie aus anderen Gründen nicht gefällt, was wir schon als nicht mehr zu verwenden markiert haben. Wir schmeißen alles raus, was Duplikate sind, sprich, wenn innerhalb von .NET zwei Funktionen oder zwei Namespaces oder zwei Methoden eigentlich das Gleiche tun, dann entscheiden wir uns als Microsoft für eine und sagen dann, die nehmen wir ins .NET-Profil für Windows-Apps und die andere fliegt raus. Wenn es eine Überlappung gibt zwischen Windows Runtime APIs und .NET-Methoden, sticht Windows Runtime, klar, weil die sowieso verfügbar ist. Wenn wir APIs haben, die Betriebssystemfunktionalität wrappen, Stichwort Event Log, Performance Counter, dann schmeißen wir die auch raus, weil wir sowas ja nicht mehr tun wollen. Wir wollen jetzt Betriebssystem-APIs über die Language Projection, über die Windows Runtime zur Verfügung stellen. Und überhaupt, Microsoft macht auch nicht alles richtig. Manche APIs sind einfach aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten schlecht und die schmeißen wir auch raus. Dann bleibt natürlich nur noch ein bisschen reduziertes Framework übrig. Und wenn wir uns jetzt angucken, hier der größere äußere Kringel soll mal das .NET Framework 4.5 visualisieren, dann haben wir darunter natürlich ein Subset, was für Windows Phone Entwicklung gedacht ist. Wir haben ein Subset für die Silverlight Entwicklung. Übrigens, also Größenangaben sind hier rein zufällig gewählt, sollen nicht irgendwie die Realität widerspiegeln. Und wir haben eben jetzt ein zusätzliches Subset, das .NET Profile für Windows Store Apps. In absoluten Zahlen ausgedrückt, schaut es dann ungefähr so aus. Von den knapp 450 Namespaces bleiben im .NET-Profil für Windows Store Apps eben noch 72 übrig. Ich glaube, das sind noch alte Zahlen, aber so die, letzten Endes haben die sich nicht groß bewegt. Also letzten Endes von der Größe her vergleichbar mit dem, was auch das Windows Phone hat. Jetzt wird man sich natürlich fragen, ja, aber Phone ist doch durch die Bank größer. Wieso ist es so? Wieso gibt es auf dem Phone mehr zur Verfügung als für die Windows Store Apps? Die Antwort ist natürlich, weil wir auf dem Phone nicht die Windows Runtime haben. Wir haben ja gesagt, dass wir Teile des .NET Frameworks jetzt rausgestrichen haben, weil die Funktionalitäten ersetzt werden durch Aufrufe der WinRT. Das heißt, das würde hier genau dieses Gap füllen. Okay. Jetzt kann man sagen, ja, ist ja ganz schön wenig. Ich möchte mehr Funktionalität in der Windows Runtime haben. Ich möchte grundsätzlich eigene Komponenten bauen für die Windows Runtime. Ist das möglich? Ist das nicht möglich? Wie mache ich das? Das Gute ist, ja, es ist möglich. Ich kann als .NET-Entwickler eigene Windows Runtime-Komponenten bauen, die ich dann wiederum beispielsweise anderen .NET-Entwicklern für ihre eigenen Windows 8-Apps zur Verfügung stellen kann. Das Schöne daran ist allerdings, dass wir diese Windows Runtime-Komponenten nicht nur anderen .NET-Entwicklern zur Verfügung stellen können, sondern auch Entwicklern anderer Sprachen, die für Windows 8 entwickeln. Weil wir wissen ja, diese Windows Runtime-Komponenten verfügen über Metadaten, die haben wir uns auch angeguckt, und diese Metadaten sollten doch eigentlich irgendwie verwendbar sein für sowas wie eine Language Projection. Das heißt, wenn ich eine Windows Runtime-Komponente baue, dann müsste es doch eigentlich möglich sein, diese Komponente auch beispielsweise in einem JavaScript-Projekt zu bauen. Und es funktioniert. Das heißt, ich kann eine Komponente bauen, die dann tatsächlich in einer Anwendung, die meinetwegen auf JavaScript basiert, wiederverwendet wird. Und das bringt uns zu meiner Meinung nach eigentlich relativ interessanten Szenarien. Ich selber bin ja jetzt, was Business-Logik angeht, schon eher so der Managed-Typ. Ich freue mich, in meiner Managed-Umgebung Business-Logik implementieren zu dürfen.
weil ich es einfach mag, wenn ich meine Typensicherheit habe, weil ich die IntelliSense-Unterstützung cool finde. Visual Studio im Zusammenspiel mit ReSharper ist ja quasi die Wucht, braucht man fast gar nichts mehr selber implementieren. Das mag ich, das habe ich so in diesem hohen Komfortlevel in der JavaScript-Welt noch nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ziemlich viele Leute, die sagen, ja, aber in UI lässt sich doch eigentlich ganz schön mit HTML5 und CSS3 bauen. Und genau diese Hybrid-Szenarien können wir damit abdecken. Wir können quasi sagen, Business-Logik machen wir komplett in C-Sharp, stellen das als Windows-Runtime-Komponente zur Verfügung und konsumieren das dann aus JavaScript raus. Ich zeige mal schnell, wie das geht. Genau. Wir sprechen dann von sogenannten Hybrid-Apps. Dazu lege ich mal, ich sage hier mal Stopp, und ich lege ein neues Projekt an. Und zwar nehmen wir in diesem Fall mal ein Windows 8 Projekt in JavaScript. So. Und jetzt bauen wir uns, also der Code muss man gar nicht so sehr interessieren, es ist halt ein ganz normales Template für Windows 8, basierend auf JavaScript. Und was ich jetzt mache, ist einfach, ich hänge hier eine neue Library mit rein. Das ist meine C-Sharp Library. Hier, sehen wir, hier, Class. Und ich fange hier mal an zu tippen. Public int do something. Also einfach eine Funktion, die irgendwas tut und dann den Rückgabewert liefert. Und ich kompiliere die. Ja, kompilieren. Und dann referenzieren wir die mal hier aus dem JavaScript-Projekt. Das heißt, ich sage hier add reference und ich befinde mich innerhalb von der Solution und ich sage einfach mal, ich hänge hier eine Referenz auf diese Class Library mit rein. Check. Und dann sagt das Betriebssystem zu uns oder das Visual Studio, nö, darfst du nicht. Deswegen tun wir es auch nicht. Der Punkt hier ist, wir haben jetzt eine Library hinzugefügt, die wir in C-Sharp geschrieben haben, aber wenn wir uns anschauen, ich habe die ja gerade gebaut, was da rausgepurzelt ist hinten, ich bin mal in den Output-Folder hier, dann sehen wir, das ist eine ganz normale DLL. Wir brauchen ja aber gar keine ganz normale DLL, wir brauchen was WinMD-iges. Wir brauchen diese Metadaten. Wir müssen also irgendwie dafür sorgen, dass aus dieser C-Sharp-Library, die eigentlich schon mal gar nicht so schlecht ausschaut und eigentlich eine Wahnsinns-Business-Logik implementiert hat, dass wir die jetzt dazu kriegen, tatsächlich WinMD-Files auszuspucken. Dazu können wir hier sagen, Rechtsklick auf die Library, Properties aufmachen. Ich gehe mal wieder raus hier. Und dann können wir den Output-Type einstellen. Kennt jeder? Und wir können jetzt eben sagen, wir möchten hier als Output-Type eine sogenannte Windows-Runtime-Komponente. So, wir speichern das. Machen es wieder klein. Und bauen das Ganze nochmal. Und wir sehen jetzt, oho, wieder Fehlermeldung. Was machen wir alles verkehrt? Das Schöne ist, dass die Fehlermeldungen im Visual Studio ja eigentlich ganz brauchbar sind. Hier steht, exporting unsealed type is not supported. Mhm. Ich mache mal einen Doppelklick drauf. Ich komme hier zu dieser Klasse und naja, wenn unsealed verboten ist, dann mache ich es als sealed. Wir bauen es nochmal. Funktioniert, hat gebaut. Wir schauen in den Output-Folder. Und wir sehen jetzt, aha, da liegt was, das heißt WinMD. Das schaut doch schon mal nach ganz guten Voraussetzungen aus. Jetzt kann ich aus meinem JavaScript-Projekt eine Referenz hinzufügen auf die Class Library. Ich sage okay und kann jetzt anfangen, diese Class Library zu verwenden. Das mache ich jetzt mal ganz kurz exemplarisch, dauert nicht lang, tut nicht weh. Und zwar ungefähr hier. Ich sage einfach mal lib, ups, ich mache es wieder groß, damit wir es erkennen. Ah. Na, falscher Knopf. Damit man was erkennt, lib ist gleich, wie heißt sie doch gleich?
New Class Library. Wir sehen, wir haben IntelliSense dafür. Class Library 1.class1. Das ist doch genau das, was wir gerade angelegt haben. Und wir sagen als nächstes lib. Jetzt muss ich hier nochmal hinzoomen und wir sehen, wow, wir kriegen sogar IntelliSense dafür. Wunderbar. Hier steht do something und wir sehen, aha, do something. Da fällt uns doch was auf. Wenn wir dieses do something mal vergleichen, hier, ich mach's mal groß, mit dem von uns implementierten do something, sehen wir hier ein großes D, hier ein kleines D. Heißt, die Language Projection hat an genau dieser Stelle zugeschlagen, unser WinMD-File wurde hier ausgewertet und eben unsere Methode, die wir hier zur Verfügung gestellt haben, entsprechend passend in die JavaScript-Sprache rein projiziert. Wenn ich das jetzt ausführe, könnte ich hier noch kurz das Ergebnis anzeigen. Und es sollte funktionieren. Genau, da ist die 42. Hat gepasst. Natürlich wird sich jetzt der eine oder andere fragen, ja, wie schaut es denn aus mit Debuggen? Wenn ich jetzt hier einen Fehler in meiner Business-Logik habe, kann ich da auch rein debuggen? Ja, wir können auch rein debuggen. Wir können jetzt hier an der Stelle sagen, ich möchte bitteschön nicht nur Script debuggen, sondern managed. Starte das Ganze dann nochmal. Und wir laufen automatisch hier in den Debugger. Das heißt, ich kann hier tatsächlich Script mischen mit dem von mir in Managed Sprachumgebungen geschriebenen Komponenten und habe auch eine sinnvolle und brauchbare Debugging Experience. Habe ich bei einer Windows Runtime Component in C# die Möglichkeit, das komplette Subset des .NET Frameworks zu nutzen oder bin ich auch bloß auf .NET Profile for Windows Store Apps beschränkt? Ich kann auch nur dieses Subset benutzen. Ich habe nicht das komplette .NET Framework zur Verfügung. Ist auch eigentlich logisch, weil es ja auf letztendlich auf Windows 8 Geräten laufen wird, immer unter Verwendung des .NET Profiles für Windows 8 Apps. Wir haben jetzt über hybride Anwendungen gesprochen. Hybride Anwendungen und die Erweiterung von Windows Runtime. Das heißt, wie können wir eigene Windows Runtime Komponenten schreiben? Natürlich gibt es vielleicht den Wunsch, dass man sagt, okay, Microsoft hat so viele unterschiedliche Plattformen. Es gibt die Xbox, es gibt das Phone, es gibt klassische Desktop-Anwendungen, es gibt jetzt auch Windows 8-Apps. Könnte ich es nicht irgendwie hinkriegen, dass ich einmal meinen Code schreibe und den überall verwenden kann? Oder muss ich den wirklich viermal schreiben für vier verschiedene Plattformen? Und da kommt jetzt eben PLIP ins Spiel, Portable Library Project. Mit dem Portable Library Project soll genau das ermöglicht werden, dass wir eben bestimmte Bestandteile unseres Codes nur einmal schreiben und dann überall laufen lassen können. Und das ist durchaus sinnvoll, weil man eben in der Realität relativ viel Code schreibt, der eigentlich überhaupt nichts mit irgendwelchen Plattformen zu tun hat. Beispielsweise, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, ein Spiel, Schach. Ist da wirklich die Logik, die ich mir als Entwickler ausdenke, um eine KI zu implementieren für den Schachcomputer, ist es irgendwie plattformabhängig? Wenn ich einem Schachcomputer ein Spielfeld oder eine Spielsituation schilder, dann möchte ich doch, dass der ganz egal, ob der auf dem Phone läuft, auf einem Server, auf dem Desktop oder in der Windows 8 App, dass der immer dasselbe Ergebnis zurückliefert und immer sagt, Dame B3, B4 oder sowas. Das heißt, das ist doch tatsächlich was vollkommen losgelöst von irgendwelchen Plattformen einfach funktionieren sollte. Genauso stellen wir uns vor eine Steueranwendung. Wenn ich einen kleinen Steuerrechner auf meinem Telefon habe, der meine Einkommenssteuer berechnet, dann soll da bitte schon genau das gleiche Ergebnis rauskommen, wie wenn es auf dem Server läuft. Und ich möchte das eigentlich nicht zweimal implementieren, weil es eigentlich genau das gleiche ist, was da unter der Haube passiert. Trotzdem musste ich das in der Vergangenheit zweimal implementieren oder zumindest zweimal kompilieren. Und genau an der Stelle kommt jetzt eben unser PLIP ins Spiel, unser Portable Library Project. Natürlich
geht es nicht völlig schmerzfrei. Wir müssen zum einen als Entwickler selber darauf achten, dass wir eine Architektur haben, die Portabilität unterstützt. Das ist jetzt natürlich was bei uns als Entwickler liegt. Müssen wir halt einfach irgendwelchen Patterns, Architektur-Patterns und Best Practices folgen. Relativ beliebt an der Stelle natürlich und weit verbreitet MVVM, um hier ein bisschen zu entkoppeln und einzelne Komponenten mit funktionsfähigem Code zu haben. Und auf der anderen Seite muss Microsoft dafür natürlich auch ein bisschen was tun und dafür sorgen, dass das technisch machbar ist. Und genau das hat jetzt Microsoft gemacht durch eine neue Projektvorlage, die nennt sich eben Portable Library Project. Hat damit irgendjemand schon mal rumgespielt? Okay, ein paar wenige, gut. Es gab in der Vergangenheit unter Visual Studio 2010 oder jetzt? Also es gab unter Visual Studio 2010 ein Add-on oder eine Extension, mit der es möglich war, tatsächlich auch diesen Mechanismus schon zu nutzen. Allerdings war der eben da nur über ein Add-on verfügbar. Jetzt ist das was Microsoft ein bisschen stärker propagiert, weil wir jetzt eben auch mehrere unterschiedliche Plattformen haben. Also wer das schon auf 2010 ausprobiert hat, der war tatsächlich vorne mit dabei. So weit verbreitet war es noch nicht. Jetzt will Microsoft das eben explizit ein bisschen weiter verbreiten, um dafür zu sorgen, dass man eben Code nicht mehrmals schreiben muss. Und dafür gibt es ein neues Projekt, Portable Class Library. Und das Schöne daran ist, dass wir dann quasi den Quellcode nur noch einmal haben und trotzdem hier unterschiedliche Plattformen wählen können, auf denen der Quellcode dann laufen soll. Aber Quellcode allein wäre noch ein bisschen wenig. Wenn wir nur den Quellcode einmal hätten, dann würde man trotzdem sagen, ja, aber ich muss ja trotzdem noch mehrfach kompilieren. Wir haben nicht nur den Quellcode einmal, sondern wir können auch natürlich das Projekt, in dem der Quellcode sich befindet, halten wir typischerweise nur einmal unter Versionskontrolle. Und wir haben am Ende tatsächlich ein einzelnes Binary, das auf unterschiedlichen Plattformen laufen kann. Und das ist, denke ich, eigentlich schon ziemlich cool. Wir können quasi beim Anlegen eines solchen Projekts am Anfang sagen, welche Frameworks oder welche Zielplattformen adressieren wir, und abhängig davon können wir dann so eine Portable Library implementieren. Das mache ich jetzt mal ganz kurz in Form einer kurzen Demo. Ups, falsch. Okay, ich mache an der Stelle mal einfach eine Windows-Konsole auf. Konsolenapplikation. Ganz klassisch. Und ich hänge hier mal ein Portable Library Project mit rein. Add New Project. So, Portable Class Library. Okay. Dann sehe ich jetzt, hier kann ich auswählen, welche Zielframeworks ich unterstützen möchte. Und ich sage jetzt mal, ich will alles unterstützen. Alles. Muss das nochmal machen? Genau. Von der Xbox über Silverlight, über Windows Phone, .NET for Windows Store Apps und .NET Framework 4.5. Ich sage okay. Und jetzt kann ich hier was reinschreiben. Und hier machen wir doch gleich mal wieder unseren Wahnsinnsalgorithmus, den wir gerade schon hatten. Natürlich. Und wir referenzieren jetzt aus unserer Konsolenapplikation dieses Projekt und können dann natürlich in unsere Konsolenapplikation, wer hätte es gedacht, auf diese neue Klasse zugreifen und dann eine Berechnung machen. Und die geben wir aus auf der Konsole. So,
Wenn wir es ausführen, funktioniert das. Wir sehen hier oben, die 42 hat gepasst. Wir haben es also geschafft, hier die Class Library aufzurufen. Soweit so unspektakulär. Schön ist es jetzt, wenn ich sage, ich möchte hier mal zusätzlich ein Windows 8 Projekt meinetwegen mit reinhängen. Das heißt hier, New Project. Und ich nehme hier mal Windows Store, wieder unsere typische blanke Applikation, in der überhaupt nichts zu finden ist. Und ich nehme hier mal eine Referenz und ich gehe hier mal nicht auf das Projekt selbst hier, sondern lieber auf das Binary. Und das Binary müsste ich ja eigentlich irgendwo finden. Hier oben bin debug. Hier ist sie, unsere DLL. Ich merke mir mal den Pfad. Und wir setzen eine Referenz aus meiner App. Add Reference, ich browse hier mal quer durch den Code, Chuck, öffnen, hier ist sie. Das war eine andere, ich habe das gestern ausprobiert, deswegen stand die noch da. Okay, ich füge das hinzu, sage okay, passt, hat also geklappt, die Referenz hinzuzufügen. Und ich kann das Ganze jetzt natürlich auch mal hier in meinem C-Sharp-Code aufrufen. Das heißt, ich mache hier einfach ein war lib gleich new portable class library class one, check, check. Und sagt dann var result ist gleich lib.do something. Breakpoint rein, damit wir sehen, ob er wirklich reinläuft. F5, falsches Startup Project umstellen. Set a Startup Project, damit wir hier auch tatsächlich die Anwendung loslaufen lassen. Und wir sind drin. Das heißt, wir sehen, okay, es hat tatsächlich funktioniert und wir haben an der Stelle tatsächlich das Binary referenziert. Das heißt, wir haben eine Binary, die unter der Windows 8 und der Windows 8 Apps genauso funktioniert wie unter klassischen Desktop- oder Konsolen-Applikationen. Und genauso wird es auch funktionieren, wenn ich das jetzt fürs Phone mache oder wenn ich das für die Xbox mache. Das heißt, wir haben jetzt eben tatsächlich mal die Möglichkeit, binärkompatibel zu sein und binärkompatibel zu entwickeln. Und das ist natürlich schon gar nicht so schlecht, weil es ja doch manchmal so ist, dass man irgendwo eine Anwendung schreibt, vielleicht auch gerade Kundenauftrag, Frameworks, irgendwas dergleichen und irgendwann fällt dann mal dem Auftraggeber ein, hey, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir das Gleiche jetzt auch nochmal für mobile Endgeräte hätten. Oder hey, ist ja super, aber das, was du hier an Logik jetzt in dem Phone implementiert hast, das möchten wir jetzt eigentlich als Azure Service anbieten. Von daher, über solche portablen Libraries können wir dann eben vollkommen problemlos portieren. Natürlich, ich will jetzt die Hoffnung nicht trüben, aber zumindest mal ein bisschen realistisch dann einen Ausblick geben. Natürlich ist es nicht ganz so leicht, weil letzten Endes die zur Verfügung gestellten Funktionen ja erstmal natürlich quasi den Durchschnitt, maximal der Durchschnitt sein können aus all dem, was uns die einzelnen Frameworks grundsätzlich bieten. Von daher relativ wenige oder weniger Namespaces werden wir an der Stelle zur Verfügung haben und es wird noch nicht alles hundertprozentig unterstützt, aber was in den Portable Library Projects funktioniert, das wird dann auch tatsächlich portierbar sein. Also von daher, wer Frameworks schreibt, sollte sich das auf jeden Fall mal ein bisschen näher angucken, kann relativ interessant sein. Gut, damit zurück in die PowerPoint. Fazit. Wir haben heute angeguckt, welche Rolle .NET im Rahmen von Windows 8 spielt. Im Rahmen von Windows 8 App-Entwicklung, aber auch im Rahmen von Windows 8 allgemein. Und wir haben uns dazu am Anfang mal angeguckt, wie die Windows Runtime, in welchem Verhältnis die zur .NET steht. Und ich hoffe, dass rausgekommen ist, dass das kein Konkurrenzkampf ist zwischen diesen beiden, sondern die stehen eher orthogonal zueinander, würde ich einfach mal sagen. Also das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Das eine bedient sich einfach aus dem anderen. Wir haben uns danach angeguckt, wieso viele APIs in der WinRT asynchron sind und was das für uns als Entwickler bedeutet, wie wir damit umgehen können, an welcher Stelle uns das .NET Framework 4.5 hilft. Das hat uns dazu gebracht, nachzugucken, was eigentlich vom .NET Framework 4.5 noch übrig geblieben ist. Und wir haben festgestellt, es gibt ein separates Profil, wenn wir Windows 8 Apps entwickeln wollen. Und zu guter Letzt haben wir uns dann angeguckt, wie wir selber die Windows Runtime erweitern können, um unsere Funktionalitäten, die wir geschrieben haben, eben möglichst breit unter die Welt zu kriegen oder unter die Leute zu kriegen und verfügbar zu machen.
Und das einmal im Hinblick darauf, wie können wir als .NET-Entwickler Komponenten verfügbar machen, explizit für Windows 8-Anwendungen, aber auch dann im zweiten Schritt, wie können wir als .NET-Entwickler Komponenten bauen, die nicht nur für Windows 8 funktionieren, sondern eben plattformübergreifend funktionieren und überall laufen, wo es ein .NET Framework gibt. Und das war dann der Punkt mit Plip. Ich denke, dass man unterm Strich sagen kann, dass wir als .NET-Entwickler eigentlich relativ gut aufgestellt sind, wenn wir für Windows 8 entwickeln wollen, weil wir ein bisschen mehr Möglichkeiten haben als die JavaScript-Jungs, eben durch diese ganzen Library-Geschichten. Sowas, also als JavaScript-Entwickler kann ich jetzt keine Komponente für die Windows Runtime bauen. Das geht tatsächlich nur mit den Managed-Sprachen bzw. C++. Von daher, grundsätzlich als Fazit, .NET lebt. Wer irgendwie Befürchtungen hat, dass er mit seiner .NET-Technologie vielleicht aufs falsche Pferd gesetzt hat, weil in der letzten Zeit so viel Hype gemacht wird um HTML5 und CSS3, der sei an der Stelle mal beruhigt. Es gibt viel Funktionalität. .NET ist nach wie vor Steckenpferd und wird es hoffentlich bleiben. Und ja, und es geht ihm gut. Ich habe hier noch einen Sack voll Links für die Windows 8-Entwicklung. Der wichtigste Link ist wahrscheinlich dev.windows.com. Da steht ganz viel, wie man einsteigen kann in die Windows 8-Entwicklung. Gerade auch hinsichtlich Code-Samples, wie spreche ich unterschiedliche APIs an. Da findet man auch, wie beispielsweise jetzt sich die Kamera einbetten lässt, wie ich das Bild dann weiterverarbeiten kann, wie ich die unterschiedlichen Sensoren ansprechen kann, wie ich Bing Maps SDK einbinden kann, solche Sachen. Wir haben Design-Windows.com, das sind einfach mal die Design-Guidelines nochmal in schriftlicher Form. Das deckt ein bisschen so das ab, was Felix im Vortrag vorher angesprochen hat. Und zu guter Letzt mein Blog, developers.net, wo ich ab und zu mal halbwegs sinnvolle Postings mache. Damit bedanke ich mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, ich bin noch den ganzen Tag da.